Aufregend. Heute lasse ich mir die Haare färben. Sowas habe ich noch nie gemacht. Was war der Auslöser? Ich wollte eine Veränderung, die meine Persönlichkeit widerspiegelt. Ich habe mich eindeutig weiterentwickelt. Letztes Jahr gab es ein paar Dating-Versuche. Jetzt will ich richtige Dates. Früher habe ich mich abgeschottet. Jetzt will ich neue Freunde finden und das Leben genießen. Und? Ich finde es super. Ich wollte ja wie eine Meerjungfrau aussehen. Yay! Perfekt. Ich treffe heute meine Freundin Michaela. Sie ist eine Sängerin, hat eine Band und ist sehr talentiert. Danke, wir machen kurz Pause. Geht nicht weg. How are you? I'm good. How are you? Toller Song. Thank you. Von euch? Ja. Wo ist die Band? Diese Jazz-Sachen sind mein Nebenprojekt. Wie geht's dir? Gut, ich erhole mich. Die Schule war stressig. Michaela ist etwas älter als ich. Sie ist 21, so wie meine Schwester. Und ziemlich furchtlos, was ich großartig finde. Ich wäre auch gern mutiger, weil ich mich sexuell gern ausprobieren möchte. Was hast du so unternommen? Warst du aus? Mit Freunden? Oder Dates? Nicht viel. Ich sehe mich ja als pansexuell. Du auch, oder? Als ich mich zum ersten Mal zu einem Mädchen hingezogen fühlte, war es weniger die körperliche Erscheinung, sondern mehr ihr inneres Wesen. Seitdem bezeichne ich mich als pansexuell, aber lieber sage ich, ich bin offen für die Liebe in all ihren Facetten. Triffst du dich häufiger mit Mädchen? Ich bin offen dafür. Noch habe ich keine Erfahrung und weiß nicht, was ich mag. Ich will dich nicht überrumpeln, aber Compass veranstaltet eine Kennenlernparty. Die LGBTQ-Organisation? Ja, ganz zwanglos. Wir sollten hingehen. Ich möchte Jazz bei der Selbstfindung helfen. Ich glaube, sie braucht einen kleinen Schubs. Kennenlernen auf freundschaftlicher Basis? Ja. Für mich klingt das immer ein bisschen nach Beziehungsanbahnung. Jede gute Beziehung sollte doch als Freundschaft beginnen. Alles kann. Nichts muss. Ich gehe hin und hab Spaß. Besser als zu Hause Serien zu gucken. Denk drüber nach. Du musst mal neue Leute treffen. Und ich gehe mit. Du sollst ja nicht alleine hin. Natürlich ist es einfacher, zu Hause im Bett zu liegen und fernzusehen. Aber wenn ich jemanden finden will, mit dem ich eine echte Beziehung führen kann, muss ich irgendwann vor die Tür. Ich meine, wieso nicht? Okay, ich mach's. Du siehst super aus. Meine neue Freundin Michaela hat mich vor kurzem zu einer Kennenlernparty eingeladen. Ich habe mir die Zöpfe geflochten. Normalerweise bin ich dafür zu faul. Du zeigst Einsatz. Stimmt. Früher habe ich solche Anlässe eher gemieden. Ich habe mich unwohl und enorm gestresst gefühlt. Wie alt seid ihr? 16. Ich auch. Aber ich möchte offener sein und mehr ausprobieren. Ich würde gern jemanden da draußen beeindrucken. Das klang schräg. Aber hoffentlich klappt's. Das ist echt gut besucht. Ich habe schon gedacht, es kommt keiner wegen des Hurricanes. Meine Mom ist schon ganz panisch, weil wir meinen Vater allein hier lassen. Wir fangen an. Öffnet den Kreis, so wie immer. Ich hoffe, dass Jazz hier neue Leute kennenlernt und auf andere zugeht. Sie kann nur herausfinden, wer sie wirklich ist, wenn sie sich auch mal in Situationen begibt, die ihr vielleicht unangenehm sind.
Wir beginnen wie immer mit der Vorstellrunde. Ihr nennt euren Namen, euer Alter und beantwortet die Frage des Tages. Welche Eigenschaft muss jemand haben, mit dem du eng befreundet bist? Ich bin Jojo. Was mir wichtig ist? Loyalität und jemand, der mein Lachen mag. Denn meine Lache klingt wie eine Geisterfrau mit Sinusitis. Bei der Vorstellung hat jeder was Tolles dazu gesagt, welche Art von Freund er sucht. Mir ging es ganz oft genauso. Und witzig waren sie auch alle. Ich habe gerade eine Zahnspange gekriegt. Das Lispeln gab es gratis dazu. Egal, es verleiht mir noch mehr Persönlichkeit. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich meine künftige Liebe auf ganz natürliche Weise treffe. Wir begegnen uns im Waschraum oder wir stoßen zusammen und die Bücher fallen runter. Eine Kennenlernparty entspricht dem nicht wirklich, aber ich treffe ganz sicher niemanden, wenn ich im Bett liege und fernsehe. Hey everyone, I'm Jazz. Ich heiße Jazz und bin 16. Ich suche jemanden, der austeilen und einstecken kann. Ich bin manchmal schonungslos ehrlich. Deshalb suche ich jemanden, der mit Kritik umgehen kann und mich im Gegenzug auch mal kritisiert. Meine Antwort war wohl etwas zu harsch. Das macht mir Sorgen. Jetzt hätten wir gern, dass ihr euch mit jemandem zusammentut, dessen Antwort euch gefallen hat. Unterhaltet euch ein bisschen. Hoffentlich will trotzdem jemand mit mir reden. Keine Seilschaften. Nehmt jemanden, den ihr nicht kennt. Dich finde ich großartig. Als Michaela mich stehen ließ, wurde ich ein bisschen nervös. Jetzt lag es an mir, Kontakte zu knüpfen. Evan, schönes T-Shirt. Danke. Schon Hunger? Von sowas träume ich. Die Leute kamen, um mit mir zu reden. Ich war überrascht. Ich wollte was Ähnliches sagen wie die anderen, hab's dann aber spontan versucht. Das klang total negativ, jemand, der auch Kritik verträgt. Ich will jemanden, der aufrichtig ist. In dem Moment kam es irgendwie falsch rüber. Wir wussten, wie es gemeint war. Passiert jedem. Ihr seid echt cool. Wir bemühen uns. Na, wie läuft's? Gut. Ich glaube, Jazz fühlt sich heute wohler als sonst. Sie hat es schwer, weil sie im Rampenlicht steht. Leute, die sie nicht kennen, maßen sich ein Urteil über sie an. Da tut's gut, wenn sie sich mal aufgehoben fühlen kann. Wir brechen auf und wollten uns verabschieden. Kommt wieder. Das mache ich. Wir sollten auf jeden Fall Nummern tauschen. Zum Verlieben war heute niemand dabei. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich unter Leuten durchaus wohlfühlen kann. Und meine Eltern freut es sicher, dass ich neue Freunde gefunden habe. Ein voller Erfolg.